Erfolg im Sales beginnt im Kopf. Und wie du dich täglich mit leichten Ritualen für deinen Geist und deinen Körper in einen Zustand hineinbringen kannst, der dir ermöglicht, auch dein bestes Ich zu sein, in einen High-Performance-State reinzukommen, das verrate ich dir in der heutigen Episode vom D-Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine B2B-Software-IT-Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Es gibt ein kleines Update zum Deal-Podcast, es gibt eine neue Webseite, findest du auf dealpodcast.net, sie ist endlich fertig. Ich freue mich auch auf dein Feedback hier auf YouTube, gerne einen Kommentar hinterlassen, auf Instagram oder eine E-Mail schreiben oder auf LinkedIn, egal wo du mich findest. Ich freue mich auf dein Feedback, dealpodcast.net. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust und mir auch ein Feedback gibst. Und wenn du mich besser kennst und mich schon länger hörst, den Deal-Podcast länger hörst, dann weißt du, dass das Thema Mindset für mich ein sehr wichtiges ist. Denn ich sage, die Energie, die wir haben, bestimmt den Erfolg, den wir auch an diesem Tag haben. Wenn wir eine schlechte Energie haben, haben wir schlechte Ergebnisse, gute Energie, gute Ergebnisse. Das richtige Mindset ist auch ein Riesenthema. Denn es gibt so Tage, das kennst du bestimmt, da funktioniert alles. Alles geht auf, du bekommst Zusagen, Opportunities entstehen, alles fällt in sich zusammen, im positiven Sinne, ja, wie so ein magisches Puzzle und du surfst auf so einer Erfolgswelle. Und dann gibt es Tage, vielleicht auch Wochen oder Monate, da funktioniert einfach gar nichts. Du bekommst nur Absagen, es geht nichts auf, es funktioniert nichts. Die Pipeline wächst nicht schnell genug oder wächst gar nicht oder schrumpft vielleicht sogar. Ja. Und dann ist die Frage, ist der Fehler im Umfeld zu suchen, im Markt zu suchen oder sonst wo, oder ist der Fehler bei dir zu suchen? Der Fehler in deinem eigenen Zustand, in deiner eigenen Perspektive und deiner eigenen Energie zu suchen. Und meine Philosophie ist, dass ich immer zuerst in mich selbst hineinschaue, ob ich in einer guten Energie bin, im guten State bin, die dann auch meinen Erfolg bestimmt oder eben nicht bestimmt. Und ich sage, die Energie, in der du eine Situation betrittst, wird bestimmen, ob du diese Situation meisterst oder nicht. Die Energie, in der du eine Woche betrittst, wird bestimmen, ob diese Woche auch erfolgreich sein wird oder nicht erfolgreich sein wird. Das heißt, du musst dir auch die richtige Energie für Sales holen, um auch in Cold Calls, in Kundenmeetings oder gerade auch mit Ablehnung umzugehen und dann einfach weiterzumachen mit einem guten Mindset und einer positiven Energie. Und wenn wir über Stage sprechen, wenn wir über Energie sprechen, dann sprechen wir ja auch über High Performance. Sportler oder Athleten oder Formel-1-Fahrer, erst heute habe ich wieder Formel 1 geschaut, gehen dann vor dem Rennen nochmal visuell die Strecke durch, mit dem Lenkrad in der Hand, fahren sie die Strecke ab mit geschlossenen Augen oder hören Musik, bringen sich in einen Zustand, in einen State, der ihnen eben dienlich ist, um so ein Rennen auch ja, bestreiten zu können, vielleicht sogar gewinnen zu können. Und wenn es mal nicht läuft und wenn du Blockaden hast, Dinge zerdenkst, einfach nicht zum Hörer greifen willst, Angst hast, dann beginnt das ja meistens im Kopf mit so einem inneren Dialog. Wir zerdenken dann einfach zu viel. Sagen uns, ja, das wird eh nicht funktionieren, der wird eh nicht abheben, ich kann das eh nicht, das schaffe ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Eine neue Situation, ein neuer Kunde, Unsicherheit und Angst. Und dadurch entsteht eben eine Blockade, die dich eben davon abhält, einfach auch ins Tun zu kommen. Und dann hast du einfach keinen Bock, du hast Angst, du bist schnell vielleicht abgelenkt, dein Fokus shiftet weg und es scheint einfach nichts zu funktionieren. Und ich selbst hatte vor ein paar Wochen eine gleiche Situation, in der ich vom Urlaub zurückgekommen bin und die ersten zwei Tage, Montag, Dienstag, ich war müde, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich war ständig abgelenkt, ich habe mir keine Lust gehabt, war in einem schlechten Zustand. Und am Mittwoch habe ich dann meine Morgenmeditation gemacht, meine Visualisierung, habe ein paar Rituale gemacht, die mir helfen, wie zum Beispiel kalte Dusche, Visualisierung meiner Ziele, Dankbarkeitsmeditation und habe dann gemerkt, wow, es funktioniert, ich bin wieder in einem guten Zustand, ich kann und ich habe auch wieder Spaß bei der Arbeit. Das war so sehr wichtig für mich. Und was wir wollen im Sales ist ja eine Art von Flow-Zustand, dass wir gar nicht so viel nachdenken und einfach machen und im Hier und Jetzt sind. Und wenn Menschen im Hier und Jetzt sind, dann denken sie nicht, sondern tun einfach und machen einfach und haben Spaß an der Sache. Früher als Sales Rep, ganz am Anfang, in meinem ersten Jahr, habe ich 50 Cold Calls gemacht pro Tag
Und ich hatte sehr viele Absagen bekommen. Und ich dachte mir, hey, wie schaffe ich es, mit so vielen Absagen ständig umzugehen? Und dann habe ich für mich Rituale entdeckt, wie zum Beispiel unterwegs zur Arbeit ins Büro, damals ging man noch ins Büro, motivierende Musik zu hören, mir vorzustellen, dass ich einen guten Tag habe, dass ich einen unterschriebenen Vertrag zurückbekomme, habe ich mir visualisiert. Und ich bin ins Fitnessstudio gegangen, bin laufen gegangen, um meinen Körper auch zu verändern, also meinen Geist positiv zu primen und meinen Körper aber auch, meinem Körper, meine Physiologie zu verändern, dass ich auch in einen guten Zustand hineinkomme, und hat dann auch funktioniert. Und ich habe mich wesentlich resilienter und dadurch auch natürlich erfolgreicher gefühlt. Denn was wir oft unterschätzen, ist, dass unser Geist und unser Körper sehr mächtige Waffen sind. Und die Frage ist, was brauchst du, um wirklich überzeugend zu sein? Denn im Sales müssen wir ja vor allem eins, wir müssen überzeugend sein. Und das, was ich sage, was du brauchst, ist Selbstvertrauen. Und dann ist die Frage, wie bekomme ich Selbstvertrauen? Wie werde ich selbstsicher an einem Tag, wo es mir einfach nicht so gut geht oder wo ich einfach gerade wie keinen Bock habe, eine schlechte Energie habe? Und Selbstvertrauen ist die Kombination aus zwei Dingen. Das ist zum einen Geist und das ist Körper. Und mit Geist und Körper kannst du dir den richtigen Flow, Zustand, Energie holen, um eine Situation im Sales auch zu meistern. Und da möchte ich zuerst auf das Thema Geist eingehen. Und wir stimmen ja alle mit dem überein, dass wir sagen, dass unser Verstand unseren Körper verändern kann. Wenn wir unseren Verstand verändern, also unseren Geist, unsere Gedanken, unsere Perspektiven verändern und andere Fragen stellen, dann kann sich unser Körper verändern. Wenn du einen Horrorfilm ansiehst, dann wirst du plötzlich vielleicht eine Gänsehaut bekommen. Das heißt, das, was in unserem Kopf abgeht, das bestimmt auch oder beeinflusst auch natürlich unseren Körper. Und da gibt es zum Beispiel eine gute Studie mit Visualisierung. Also Visualisierung ist ja eine Übung für den Geist. Und diese Studie lief sogar so ab, man wollte herausfinden, wie effektiv Visualisierung auf den Körper ist. Und man hat drei Gruppen gehabt. Die eine Gruppe ging gar nicht trainieren, also nicht ins Fitnessstudio. Die eine Gruppe ging 3 Wochen lang, dreimal die Woche ins Fitnessstudio und hat Bizeps-Curls trainiert. 3 Wochen lang, dreimal in der Woche. Und die dritte Gruppe ging auch trainieren, aber nur mental. Das heißt, sie haben sich nur vorgestellt, 3 Wochen lang, dreimal pro Woche Bizeps-Curls zu machen, haben sie sich im Kopf vorgestellt. Und das Ergebnis der Studie ist, dass die Gruppe, die am wenigsten Fortschritte gemacht hat, war, die natürlich gar nichts gemacht hat. Die weder was visualisiert hat, noch wirklich ins Fitnessstudio gegangen ist. Das Interessante ist aber, dass selbst jetzt die Gruppe, in der nur visualisiert worden ist, einen signifikanten Muskel- und Stärkezuwachs verzeichnet haben. Das bedeutet, dass wenn du visualisierst, wenn du dir vorstellst, dass du einen guten Tag hast, wenn du dir vorstellst, dass du einen Vertrag unterschrieben zurückbekommst, wenn du dir vorstellst, dass du in einem Kundenmeeting performst und ein Kunde dir seinen Zuspruch gibt, dass ein Meeting gut läuft, dass du Opportunities aufbaust, dir das vorstellst, dann wird irgendwas auch in deinem Körper passieren, wo dein Körper sich auch plötzlich wohler fühlt, selbstsicherer fühlt, und das Ganze ist dann so eine Art von selbstverstärkender Kreis. Und jetzt gibt es natürlich den zweiten Aspekt, nicht nur den Geist, sondern auch den Körper. Und wenn wir jetzt sagen, dass unser Geist, was wir uns vorstellen, unsere Gedanken den Körper beeinflussen, kann dann unser Körper auch unsere Gedanken beeinflussen? Und die Antwort ist ja, das Ganze hängt zusammen. Und vielleicht kennst du die Studie von Amy Cuddy, eine Harvard-Professorin, die vor mittlerweile 13 Jahren, 2010, dieses Experiment mit den Power Poses ins Leben gerufen hat und so damals zum ersten Mal festgestellt hat, dass tatsächlich, wenn du im Körper etwas veränderst, wenn du den Körper veränderst, deine Physiologie veränderst, dann veränderst du auch deinen Geist, dann veränderst du auch wirklich biochemisch dein Mindset und dann wirst du einfach positiver. Und ich zitiere jetzt kurz aus der Studie von Amy Cuddy. Sie sagt, "Our bodies change our minds and our minds can change our behavior and our behavior can change our outcomes." Das heißt, unsere Körper verändern unsere Gedanken. Unsere Gedanken verändern unser Tun, unser Handeln. Und unser Handeln verändert unsere Endergebnisse. Und sie haben im Endeffekt herausgefunden, dass mit Power Poses, indem du selbstbewusst dastehst und du weißt, wie stehst du da, was machst du, wie nutzt du deinen Körper, wenn du selbstbewusst bist. Du nimmst viel Raum ein. Du bist vielleicht etwas lauter.
du bist vielleicht auch etwas schneller in deinen Gedanken, du machst dich groß, du nimmst viel Raum ein. Und wenn du das 2 Minuten machst, dann wird sich sofort in deinem Körper der Hormonhaushalt verändern, und zwar in die Richtung, dass du dich selbstsicherer fühlst. Das heißt, wenn wir das wissen, dann kann ich doch meinen Körper dafür einsetzen, in der Früh, um mich in einen guten Zustand zu bringen. Das Experiment oder die Studie von Amy Cuddy hat gezeigt, dass nach 2 Minuten Powerposes, das heißt zum Beispiel dastehen wie ja, so ein Gewinner oder Superman oder einfach so breitbeinig, ja, hey, ich bin selbstbewusst, so dastehen, wie wenn du dich selbstbewusst fühlen würdest, nach 2 Minuten hast du 25% mehr Testosteron und 33% weniger Cortisol. Testosteron ist das Hormon für Selbstsicherheit. Das heißt, mehr Testosteron bedeutet selbstsicherer und weniger Cortisol bedeutet weniger Angst, weil Cortisol ist das Angsthormon. Also, die Moral von der Geschichte ist, nutze deinen Geist für Visualisierung, denn durch die Visualisierung wirst du selbstsicherer, weil du so einen Körper auch an einen physischen Körper Signale schickst, hey, du bist selbstsicher, du fühlst dich wohl und du kannst so besser performen. So, deswegen nutze doch einfach deinen Körper, um dich in einen guten Zustand zu bringen, indem du in der Früh zum Beispiel Posen machst, indem du dich hinstellst wie ein Gewinner, indem du einfach selbstbewusst vielleicht eine Runde um den Block gehst. Was ich oft mache ist, ich gehe dann einfach selbstbewusst mit einem breitbeinigen Gang, locker, lässig, nicht wie ein Macho, sondern eher so wie ein Harvey Specter um den Häuserblock, um mich in einen guten Zustand zu bringen. Und dann mache ich meine Visualisierung, um mir auch gute Gedanken reinzuholen, die wiederum meinen Körper verändern. Nutze also diese simplen Tools, die uns die Natur gegeben hat, indem du deinen Geist positiv primest mit Visualisierungen über Erfolg, indem du deinen Körper einsetzt, indem du Powerposes machst, indem du dich groß machst, viel Raum einnimmst, wie ein Gewinner dastehst, weil dann wirst du dich auch, so blöd das klingt, wie ein Gewinner fühlen. Und das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie rumtanzen musst und rumschreien musst, sondern so, wie es sich für dich einfach gut anfühlt. Ein kurzer Spaziergang, wo du einfach bewusst einen Gang einnimmst, wo der selbstsicher ist, wo du geradeaus auf ein Ziel zugehst, ja, locker, lässig, wie zum Beispiel Harvey Specter oder Spider-Man oder Batman oder wie auch immer dein Role Model ist, wird auch deinen Hormonhaushalt verändern, so dass du besser performen kannst. Deswegen nutze diese beiden Möglichkeiten, um dich in einen guten Zustand zu bringen. Überlasse es nicht dem Zufall. Also, die Moral von der Geschichte ist, nutze diese Tools, die uns die Natur gegeben hat, wo du selbst der Herr deines Zustandes bist, der Herr deines States, deiner Energie bist, denn die Energie, mit der du deine Situation betrittst, wird bestimmen, ob du die Situation meisterst oder nicht. Deswegen hole dir die richtige Energie für den richtigen Kontext in deiner Sales-Situation. Und wenn dir die Episode gefallen hat, wie auch immer, Like dalassen, abonnieren, Spotify, Apple sagen, das ist ein cooler Podcast. Mir ein Feedback schreiben, am besten auf Apple Podcasts, eine kurze Rezension, 1-2 Zeilen. Das hilft mir am allermeisten, um den Podcast weiter zu verbreiten und mehr Hörer zu erreichen. Und natürlich vielleicht auf YouTube abonnieren. Es gibt mich auch auf YouTube. Also hier auch die Glocke draufhauen, abonnieren, subscriben, sagen YouTube, das ist ein cooler Podcast. Und mit dem sage ich erst einmal guten Start in die Woche. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.